Ich habe die folgende Sprache. Ich habe eine Menge bestehend aus AB und ABA, das Ganze mit einem Stern versehen. Also alle Worte, die sich irgendwie aus AB und ABA, dafür hätte ich jetzt gerne endlich einen Automat. Ein Automat dafür könnte wie folgt aussehen. Wir fangen an hier mit einem Startzustand. Stern heißt immer, auch der Startzustand muss final sein. Stern heißt immer, es kann auch das leere Wort sein. Wir lesen ein A, wir lesen ein B. Ja, AB muss auch akzeptiert werden. Dann könnte ich aber weiterlaufen mit noch einem A. Stern heißt immer, ich muss auch irgendwie wieder zurückkommen. Wenn ich beispielsweise hier mit einem A zurückgehe, und zwar hierhin, ich lese ein A, ich lese ein B, ist okay, akzeptiere. Ich lese noch einen A und dann muss ich hier nochmal wieder zurückkommen mit einem B. Ja? Dann könnte ich sozusagen eine Wiederholung von AB akzeptieren. A, B, A, B, A, B, A, B. Also die akzeptiere ich alle. Jetzt möchte ich gucken, jetzt muss ich auch irgendwie dieses ABA da reinbringen. A, B, A, das ist sozusagen einmal das ABA hier. Und dann muss ich wieder, ich muss AB akzeptieren, wenn ich das da dranhänge. Ich muss auch ABA akzeptieren, wenn ich das da dranhänge. A, B, A. Das sieht irgendwie gut aus. Jetzt muss ich noch überlegen, naja, was passiert, wenn ich beispielsweise zwei aufeinanderfolgende Bs habe? Brauche ich noch einen Zustand, Q4. Wenn ich beispielsweise A, B gelesen habe und dann ein B kommt, das muss ich verwerfen. Das kann ich hier oben nicht konstruieren. Ich kann immer nur A, B, konkateniert dann mit weiteren ABs oder zwischendurch mit ABA. Es dürfen also nie zwei B aufeinander folgen. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein B lese, dann muss ich hier unten reingehen in so einen Fehlerzustand. Und wenn ich am Anfang ein B lese, muss ich da auch hingehen. Und wenn ich hier einen A lese, muss ich da auch hingehen. Es ist ein recht komplizierter Automat. Das ist jetzt nur, um deutlich zu machen, dass ich da definitiv nicht rauskomme, dass ich da quasi wirklich in Fehler laufe. Müssen Sie nicht immer angeben. Macht es manchmal einfacher. Ja, das ist ein deterministischer, endlicher Automat. In jedem Zustand gibt es nur eine Möglichkeit, mit Zeichen A rauszugehen und es gibt nur eine Möglichkeit, mit Zeichen B rauszugehen. Es ist auch ein Beispiel für einen vollständigen Automaten. Vollständig ist er genau dann, wenn es in jedem Zustand eine ausgehende Kante gibt für jedes der möglichen Eingabezeichen. Der ist vollständig, das heißt, an jedem Knoten gibt es genau zwei Ausgangskanten. Also entsprechend der Anzahl der Eingabezeichen. Zweiter Automat, Q0, auch wieder mit einem Endzustand als Startzustand. Wir machen Q1, A, B. Das ist ein Beispiel für einen nicht-deterministischen Automat. Jetzt können wir uns mal angucken, was der für Worte akzeptiert. Also ich kann beispielsweise AB lesen. Also wenn wir hier die Sprache war AB, AB, A, gestern. A, B, A, B. Das kann ich schon mal irgendwie so hin und her lesen. Ich kann auch A, B, A. Wenn ich jetzt ein A, B, A mache und dann nochmal ein A, B hinten dran, geht auch. Wenn ich ein A, B und dann A, B, A mache, geht das auch. Der erkennt genau das Gleiche vor dem Hintergrund, dass er immer richtig raten soll. Ja, ich hatte ja gesagt, wir haben vielleicht mal die Möglichkeit, irgendwie zu raten. An dieser Stelle hat er das. Und wir sagen aber immer, er rät richtig. Also sowas, was wir hier eben nicht erlaubt hatten, dass beispielsweise zwei B aufeinander folgen, das können wir hier nicht machen. Ja, wir können auch nur das akzeptieren, was wir vorher auch akzeptieren konnten. Ist deutlich einfacher, der Automat. Also das wird sich so ergeben, dass die Konstruktion von so einem nicht-deterministischen endlichen Automaten in der Regel einfacher ist, auch weniger Zustände benötigt, aber halt dafür, ja, dieses Missgeschick hat, dass er halt nicht-deterministisch ist. Sprich, wenn Sie das jetzt in Software gießen wollten, so ein Automat, ist das natürlich irgendwie doof. Ja, was soll er jetzt hier machen? Wenn er hier in Q1 ist und ein B erkennt, soll er nach Q0 gehen oder soll er nach Q3 gehen? Raten ist immer Mist, wenn ich es implementieren will. Ja, aber jetzt erstmal so, um die Idee zu entwickeln, ist das irgendwie ganz gut.